Oh, heute, was geht ab, Leute? Hunger? Mit ein paar Neuigkeiten. Ihr wisst es schon, Frühlingsevent, Osterevent wurde angekündigt. Dann noch was zur Safari-Zone in Liverpool. Das wäre ja schon nächste Woche, oder? Nee, übernächste Woche wäre das erst. Echt krass. Echt schade. Oh. Dazu wurde was angekündigt, vor allem wegen dem Pass da. Nicht nur wegen dem Ticket, sondern wegen dem City Explorer Pass. Und das habe ich auch gebucht. Da fällt mir ein, ich muss doch die Kollegin bezahlen. Ich hatte ja keine Kreditkarte und die hatten für mich bezahlt. Und etwas bezüglich der Spotlight- und Wunderbonusstunde. Aber erstmal das Event. Hier haben wir alles im Überblick. Aber wir switchen mal auf Deutsch. Denn nicht jeder ist der englischen Sprache so mächtig wie ich. Kleiner Scherz. Der Frühling erwacht in Pokémon Go. Ja. Trotz der Krise natürlich. Ich habe mich auch schon gefragt, wie sieht's aus mit den nächsten Events jetzt? Ja, mit der aktuellen Lage und Situation. Machen einfach ganz normal weiter. Mit dem einfach ganz normal einfach. Als wäre nichts geschehen, als wäre die Situation normal. Fängt am 9. April an, um 8 Uhr Ortszeit bis Donnerstag, eine Woche, 22 Uhr Ortszeit. Folgende Pokémon erscheint häufiger in der Wildnis. Owei, interessant, denn es gibt jetzt Owei Shiny, also ab da gibt es dann Owei Shiny. Janerga, den gibt es Shiny, aber ich persönlich brauche ein Wonaga Shiny, also interessiert mich das Janerga Shiny eigentlich null. Voltilam, Meryl und Flamely. Uninteressant. Mit Glück könnt ihr sogar einem schillernden Owei begegnen. Haspigau mit Blumenkranz und Pikachu mit Blumenhut. Blumenhut, also schon wieder was Neues. Es ist nicht das Pikachu mit Blumenkranz, das wir schon kennen, sondern wieder ein neues Hut-Pokémon, also Hut-Pikachu. Und die gibt es beide in Shiny, das heißt Haspigau Shiny mit Blumenkranz in Lucky wird sich gegönnt. Und ich kann mein Shiny Haspigau Lucky, das ich bereits habe, wegschmeißen. Folgende Pokémon schlüpfen häufiger aus 2 Kilometer Eiern. Pichu, Togepi mit Blumenkranz. Also Pichu mit Blumenkranz und Togepi oder nur Togepi mit Blumenkranz? Wahrscheinlich auch Pichu. Wonaga, wie gesagt, dem braucht man Shiny, Marmpaxo juckt nicht, Grabouts. Wenn ich einen zweiten 100er Grabouts bekomme, YOLO, ich riskiere es für meinen 100er Capoeira. Klingblim, ich brauche noch einen 100er, es ist leider kein 100er Palimpalim gekommen während des Psycho-Events. Leider. Ich weiß, ein paar von euch, Grüße gehen raus an Onkel Olli zum Beispiel, hat mir so einen Screenshot geschickt. Bei ihm in Bremerhaven kam einer rein, er so, soll ich da hinfahren? Ich so, ja Digga, fahr hin. Und er hat sich ein 100er Palimpalim gegönnt. Wir leider nicht. Und Riolo gibt Shiny, kann jeder gebrauchen. Sehr nice. Während des Events erhaltet ihr nur 2 Kilometer Eier aus Geschenken. Läuft. Es gibt Doppelbonbon dafür und halbe Distanz, also nur 1 Kilometer Eier sind das. Exklusive Feldforschungen für Alola Kokowai, was ein bisschen lächerlich ist, denn der ist momentan im Durchbruch, also okay, aber ich brauche 100er. Ich habe übrigens einen Shiny gerade bekommen aus dem Durchbruch, aber leider kein 100er. Ich hatte schon einen Shiny. Azumarill, uninteressant und, oh doch, interessant, denn auch da kam kein 100er während des Valentinstags-Event. Und neue Sachen im Starshop gönne ich mir. Doppelte Schlüpfbonbons, geil, und Glückseier haben, sind eine Stunde aktiv, was, glaube ich, nicht viele Leute juckt. Genau, und halt reduzierte Kilometer, aber die sind momentan eh immer am Start. Ostevent, ja, ich habe halt zwei Ziele, 100er Kokowai und 100er Rohrdoch, ob das das wird. Und vielleicht gönnen wir uns irgend paar geile Sachen aus den Eiern mal. Kam schon lange nichts mehr bei mir. Dann habe ich eine E-Mail bekommen von Niantic. Also eine allgemeine E-Mail, keine Anfrage oder sowas. Safari-Zone in Liverpool, einfach. Trainer TBT Hong in der aktuellen Situation. Es ist nicht einfach zum Spielen nach draußen zu gehen. Wir haben deshalb einige Inhalte der Safari-Zone so angepasst, dass du sie von jedem Ort aus nutzen kannst. Genau, das werden wir dann übernächste Woche machen und das werdet ihr dann auch sehen, meine Ausbeute. Was ich da so alles mitnehmen kann von hier zu Hause, von der Nachbarschaft, ein bisschen rumlaufen. Rauch. Wenn du während des Zeitraums auf deinem Ticket Rauch aktivierst, hält dieser 8 Stunden lang. Wow, what the fuck? Ich hatte eine Stunde gelesen, aber 8 Stunden? Okay. Und locht noch mehr Pokémon an. Ja. Spezialforschung zur Safari-Zone. Du kannst alle Projekte von jedem Ort aus abschließen und erhältst mehr Pokébälle als Belohnung, damit du weiter fleißig Pokémon fangen kannst. Danke. Stadtforscher passt. Genau das. Das Ticket haben sie gut, nicht ersetzt, ausgeglichen. Dass man das halt auch zu Hause machen kann, aber den Stadtforscher-Pass, den man sich extra dazu gekauft hat und auch eine Menge Geld gekostet hat und
Den haben sie meiner Meinung nach schlecht ausgeglichen. Bei Teilnehmern mit Stadtforscherpass bleiben Lokmodule länger. Danke, brauche ich nicht. Und Eier schlüpfen schneller. Schlüpfen die nicht eh schon schneller? Heißt das nicht, dass sie dann viermal so schnell schlüpfen? Schauen wir mal, ich glaube nicht, dass sie das so meinen. Diese Boni dauern während des Event-Wochenendes an, das am Freitag, 17. April um 18 Uhr Ortszeit beginnt und am Sonntag, den 19. April um 22 Uhr endet. Wow, das war's. Dafür habe ich den Stadtforscherpass gekauft und der war, glaube ich, fast so teuer wie das Ticket. Also, das war ein schlechter Ausgleich. Das bereue ich, den Stadtforscherpass. Also, wow, meine Module halten länger. Eier schlüpfen schneller, obwohl die eh schon schneller schlüpfen. Also mich würde es echt wundern, wenn die das mal zwei machen. Und ja, nicht so toll. Stadtforscherpass fehlt, Tickets von zu Hause ist okay. Dann das letzte Update. Rampenlichtstunde fusioniert mit Wunderbonusstunde. Wer die Livestreams immer gesehen hat, der weiß, Spotlight war immer geil. Die Spawns waren so krass. Ich bin gar nicht mit dem Fang hinterhergekommen. Hat immer Spaß gemacht. Was aber einige demotiviert hat oder nicht gelockt hat, nicht gereizt hat, war eben, dass halt nichts Spezielles erhöht war, sondern einfach nur allgemein die Spawns. Für die verrückten, krassen, kranken Spieler juckt es hier nicht. Die fangen einfach alles und versuchen da auf viele Fänge zu gehen. Machen ihren Staub und so weiter, EP und so weiter und so fort. Aber der 0815 Durchschnittsspieler, der braucht irgendwie immer einen Anreiz, ein bestimmtes Pokémon. Obwohl es an sich eigentlich schon relativ egal ist, meiner Meinung nach. Und die Wunderbonusstunde war immer schwach. Im Vergleich dazu, zur Spotlightstunde waren die Spawns so gering. Es hat einfach keinen Sinn gemacht und die Boni ohne die erhöhten Spawns haben auch so wenig Sinn gemacht. Wir haben immer im Stream gesagt, sollten sie mal zusammenfügen und jetzt haben die es endlich so gemacht. Auch hier switchen wir mal kurz rüber zu Deutsch. Zack. Pokémon Rampenlichtstunden im April. Trainer, wir danken euch für euer Feedback zur Pokémon Rampenlichtstunde und zur Wunderbonusstunde. Diese Mini-Events finden weiterhin statt, aber im April kombinieren wir diese zu einem Event pro Woche. Finde ich gut. Im Folgenden findet ihr die Information. Yes. Jeden Dienstag jetzt, 18 Uhr Ortszeit. 7. April erhöht Felilu. Deswegen sage ich, ist eigentlich egal, was erhöht ist. Felilu ist davor auch genug gespawnt und an sich will den keinen haben. Aber Doppel-EP fürs Fangen ist natürlich geil. Plus die erhöhten Spawns, also ein Glücksei lohnt sich da, glaube ich, schon. Dann Magnetilo, gibt Shiny, kann man sich gönnen. Und Doppelbonbon, wer braucht so viele Magnetilo-Bonbons, aber egal. Wohin genau dann? Und Doppelbonbon fürs Verschicken. Kann man halt seine Sachen verschicken und wohin genau. Vielleicht gibt es noch ein paar Leute, die den immer noch brauchen. Den gibt es aber, ich glaube, nicht shiny. Ich habe den Überblick verloren, welche Entwicklung es shiny fangbar gibt und nicht, aber ich glaube den nicht. Und dann taubst die Rampenlichtstunde, ja, ist ganz geil. Und Doppel-EP fürs Fangen, fürs Entwickeln ist auch geil. Dann mein Tipp für euch: Multilong, zwei Handys, mit einem fangt ihr, mit dem anderen entwickelt ihr. Glück sei an. Zack, 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 gönnt euch. Topsy kann man schnell und leicht fangen und viele Bonbons sammeln. Also, das ist auch eine geile Stunde. Ja, und das war's an sich erstmal mit den Neuigkeiten. Ich bin gespannt auf übernächsten Samstag oder übernächstes Wochenende mit der Safari-Zone Liverpool. Und ansonsten halt Ordoch und Alola Koko bei 100 Jahren. Das war's erstmal von mir, Leute. Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter, checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.